Herzlich willkommen, lieber Schütze, zu deiner Tarotkartenlegung für die 47. Kalenderwoche, der Woche, die am 20. November beginnt und bis zum 26. November geht. Wir haben in dieser Zeit zunehmenden Mond im zweiten Quartal. Und lieber Schütze, ich bin schon sehr gespannt, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche einhergeht. Schauen wir mal. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Und wir brauchen jetzt nur noch eine Karte vom Mondorakel und können beginnen. Wow, das war eindeutig. Das ist schön. Und schauen wir mal, was haben wir hier? Wow, das Rad des Schicksals. Eine günstige Fügung, die sich für dich entwickeln wird. Ja, du könntest in der nächsten Woche sehr viel Glück haben, lieber Schütze. Und etwas sehr Überraschendes könnte sich ereignen, was dich letztendlich auf den richtigen Pfad führen wird. Etwas, womit du nicht rechnest. Es kann auch wirklich etwas Hintergründiges sein, was dann aber große Wellen schlagen wird. Ja, das Glück ist manchmal nicht immer direkt als solches erkennbar und oft erst so im Nachhinein als großes Glück erkennbar. Aber du wirst hier auf den richtigen Weg geleitet, ne? Und da hast du es womöglich auch mit den Ereignissen zu tun, die dich selbst etwas überraschen könnten, ne? Von denen du zunächst erstmal nicht verstehst, was so der höhere Sinn dahinter sein wird. Aber das wird sich zeigen, ne? Hier schon mal eine sehr, sehr spannende Energie und wir schauen mal. Ja, es ist alles gar nicht so einfach. Hier einmal die Zehn der Stäbe ist ein Hinweis darauf, dass es wichtig für dich sein wird, in dieser Woche zu akzeptieren zu lernen, dass nicht alles alleine an dir liegt, ne? Dass du nicht alles selbst in der Hand hast und dass du nicht alles in deinem Leben kontrollieren kannst und über deine Tatkraft bestimmen kannst, ne? Dass du also deine Grenzen akzeptieren lernst. Das ist manchmal nicht einfach. Kann aber, wenn man hier das Akzeptieren lernt, auch einen sehr befreienden Effekt haben, wodurch du in der Lage bist, auch mehr Hingabe zu zeigen und dem Prozess, der um dich herum stattfindet, Vertrauen lernst. Ja, das Loslassen. Das Loslassen und sich treiben lassen. Wird hier sehr, sehr wichtig sein in dieser Woche für dich, lieber Schütze. Gepaart ist diese Energie mit den drei Schwertern, also einer wichtigen Erkenntnis, einer Erkenntnis, die sich in dein Bewusstsein drängt, die aber das Potenzial hat, einige Knoten zu lösen. Vielleicht erfährst du hier auch einiges Wichtiges. Vielleicht kommt es zu sehr wichtigen Gesprächen in dieser Woche. Vielleicht erhältst du eine erhellende Information. Diese Situation kann mit einem alten Gefühl verknüpft sein, was du nochmal dann erleben wirst. Ein altes Problem, ein alter Schmerz, ein alter Kummer oder eine Trauer. Aber ich sehe hier einen Reinigungs- und Verarbeitungsprozess dessen. Du hast hier wirklich die Gelegenheit, etwas aus deiner Vergangenheit ins Lot zu bringen, ne? Zu heilen und dich davon zu reinigen, sodass du für die neue Entwicklung in deinem Leben offen bist. Was war in der Vergangenheit los? Der Ritter der Stäbe, der warst du in der Vergangenheit, oder du bist so einer Person begegnet, beides kann auch parallel aufkommen. Hier zeigt sich eine Person des Feuers, ne? Löwe, Widder oder ein anderer Schütze. Ja, oder du hast dich selber als Ritter der Stäbe wahrgenommen. Der Ritter der Stäbe
hat eine gewisse Reife. Dieser Mensch hat Ziele, Ambitionen, ist sehr dynamisch und tatkräftig, möchte etwas Konkretes erreichen, ist diesbezüglich sehr konsequent und direkt, ne, geht direkt auf sein Ziel zu und möchte etwas umsetzen, möchte etwas bewirken, möchte Bewegung in die Sache bringen. Ein sehr selbstbewusster, dynamischer Mensch. In manchen Legungen spiegelt der Ritter der Stäbe auch eine Autoritätsperson wider, ein Chef, eine Vorgesetzte von dir oder deutet darauf hin, dass du selbst in einer gewissen Hinsicht die Führung übernommen hast. Und diese Person hat an die Königin der Schwerter gedacht. Dies hier ist ein Lufttemperament. Wassermann, Waage, Zwilling wäre denkbar. Eine Person, die sehr viel Weisheit besitzt, die Reife besitzt, die ein gutes Urteilsvermögen hat und selbst nach Unabhängigkeit, Freiheit und Selbstständigkeit strebt. Vielleicht hat diese Person selbst für sich nach Freiheit und Unabhängigkeit gestrebt. Vielleicht geht es hier aber auch wirklich um eine andere Person, die dieser Beschreibung entspricht, die über die sich dieser Mensch viele Gedanken gemacht hat. Und hier wurden neue Ziele entwickelt. Ne? Eine neue Leidenschaft, eine neue Begeisterung ist in dir entstanden. Und dieses neue Feuer in dir, diese neue Leidenschaft macht dich bodenständiger, oder macht diesen Ritter der Stäbe bodenständiger, fleißiger, verantwortungsbewusster, ruhiger und fokussierter auch, ne? Irgendwie auf das Wesentliche fokussierter. Das erdet diesen Menschen in der Tat. Ja, sehr interessant. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Ja, diese Woche wirst du als sehr stabil empfinden, sehr gefestigt. Auch deine finanzielle Situation ist stabil. Und vielleicht fühlst du dich sogar in gewisser Hinsicht bereichert. Deine familiären Strukturen sind stabil und gefestigt. Und deine Routinen funktionieren dann auch gut, ne? Du hast eine gewisse Stetigkeit in dieser Woche und das fällt dir ganz besonders auf. Und weißt du auch sehr zu schätzen. Und ist schon ein Moment, auf dem man, ja, du kannst dich auf diese Stabilität in deinem Leben verlassen. Das gibt dir Sicherheit, Ruhe, Ordnung und auch Frieden, ne? Ein gutes Fundament, auf dem man einiges aufbauen kann, aber noch sehe ich keinen Aufbauprozess, ne? Es ist jetzt noch irgendwie eine Verarbeitung von etwas Vergangenem, was sich jetzt noch in dieser Woche abspielt. Und dass es hier noch nicht zu einem Aufbau kommt, ist etwas, was dich auch etwas frustriert. Und dir auch das Gefühl gibt, dass es vergebens ist. Ja, es gibt diesen Spruch, oder es ist kein Spruch, es ist tatsächlich, also es ist eine Tatsache sogar. Ich glaube, da gab es sogar eine Studie dazu, dass man, wenn man ein Ziel hat, ein neues Ziel, und das hattest du ja in der Vergangenheit, dass wenn man das nicht innerhalb der nächsten 3 Tage beginnt umzusetzen, dass die Wahrscheinlichkeit dann sehr weit absinkt, also sehr rapide absinkt, dass man das wirklich dann nochmal umsetzt, ne? Und vielleicht merkst du gerade diesen Prozess, dass da einfach zu viel dazwischen steht, zwischen der Idee haben und der Umsetzung dessen. Und das könnte dich ein bisschen frustrieren. Allerdings spüre ich auch oder sehe das hier in den Karten, dass du dich nicht so sehr auf diese Gefühle einlässt. Sie wirken im Hintergrund, ne? Also dadurch, dass sie im Hintergrund wirken, birgt das schon die Gefahr, dass dich das zwischendurch etwas entmutigen könnte. Aber ich glaube, gedanklich bist du hier mit einem anderen Problem beschäftigt. Tja, und das hilft ja nichts, ne? Manchmal stehen halt reale Gegebenheiten einen im Weg,
umzusetzen und vielleicht gelingt es dir ja doch, ne? Hier das umzusetzen, was du dir in der Vergangenheit in den Kopf gesetzt hast oder was in der Vergangenheit Begeisterung in dir ausgelöst hat, ne? Also ein neues Feuer ist hier schon entstanden. Das kann aber natürlich auch eine neue Liebe in deinem Leben sein. Wenn das der Fall ist, steht aber euch auch irgendwas aktuell hier im Wege, ne? Du stehst dir womöglich selbst im Wege. Etwas vielleicht verhindert, dass ihr euch wieder trefft. Vielleicht schreibt diese Person dir auch nicht zurück, ne? Bei manchen könnte das der Fall sein. Und da hilft es definitiv nichts, 10.000 Nachrichten zu schreiben, ne? Das wäre hier die 10 der Stäbe. Das wäre so eine typische Situation. Das hilft gar nichts, ne? Wenn die andere Person nicht zurückschreibt. Ja, kann man nur darin vertrauen, dass die Person es sich anders überlegt oder einen ruhigen Moment findet. Du solltest hier auf jeden Fall nicht, du kannst mit deiner Tatkraft nichts daran ändern. Das ist wichtig für dich zu akzeptieren. Alles, was du dann noch machst mit Tatkraft, macht das Problem nur schlimmer. Das kann sich natürlich auch auf etwas ganz anderes beziehen. Aber das wäre jetzt so ein Beispiel, ne? Ist auch etwas, was dich dann etwas entmutigt, klar. Aber andererseits sehe ich auch nicht, dass du den Kopf hängen lässt. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Ja, du findest deine Stabilität, deine Ordnung, deine Ruhe, versuchst hier auch Vernunft walten zu lassen, versuchst Ruhe zu bewahren. Und trotz der, ja, deines Missmuts, deines eventuellen Missmuts, fair zu bleiben, ne, in deiner Beurteilung. Du kommst hier definitiv zur Ruhe, findest einen ausbalancierten Zustand. Das Schöne an dieser Energie ist, du kannst hier das, wovon ich hier mit den drei der, was ich hier bei den drei der Schwerter gemeint habe, mit der Heilung. Das ist hier mit der Ausgleichung wirklich sehr begünstigt, ne? Das kann dir wirklich sehr gut gelingen. Vor allem kannst du auch mit dieser Energie durch die Ausgleichung gut umgehen, sodass du doch, hier geht es nämlich bei den sieben der Schwerter auch um Lebenslügen und falschen Vorstellungen, die man durchschauen lernt. Und es könnte durchaus sein, dass du dazu neigst, in gewisser Hinsicht dir etwas vorzumachen. Auch das Gefühl von Vergeblichkeit, ne? Auch übermäßiger Pessimismus ist eine Form von Illusion, ne? Und vielleicht gibt es hier noch andere Facetten. Andere Vorstellungen, an denen du festhältst, die dir aber gar nicht gut tun, die überhaupt nicht gut für dich sind. Mit der Ausgleichung hast du die Möglichkeit, diese Themen zu durchleuchten, zu durchschauen und zu verarbeiten. Die Prinzessin der Schwerter kann natürlich eine Facette der Königin der Schwerter sein, ne? Kann aber auch eine andere Person sein, kann auch auf dich verweisen, diese Karte. Ja, die Prinzessin der Schwerter ist eben wieder diese Luftenergie, aber du hast hier sehr viel Luft, ne? Also deswegen könnte diese Energie schon gut für dich stehen. Die Prinzessin der Schwerter stellt die eigene Welt in Frage und möchte ihre eigene Wahrheit finden, möchte sich auch von falschen Vorstellungen befreien, ne? Möchte Tabus brechen, Tabus überwinden und ergründet die Dinge, kommt den Dingen auf die Spur, kommt manchmal auch zu etwas unkonventionellen Schlüssen. Ein rebellischer Charakter ist hier dargestellt, ne? Eine Person, die auch unkonventionell handeln möchte oder nicht möchte, aber das passiert meistens, ne? Das ist meistens so die Konsequenz. Entweder
Hast du es mit so einer Person zu tun oder du selbst bist so eine Person? Entweder strebst du im Laufe der Woche danach, selbst zu so einer Person zu werden, oder wenn das eine andere Person ist, ist diese Person ein wichtiger Motivator für dich? Diese Person lässt sich treiben. Diese Person zeigt Hingabe. Wäre ganz gut, ne, hier in Bezug auf die 10 Stäbe, wenn du diese Person wärst. Aber vielleicht inspiriert dich diese Person auch dazu, das Leben ein bisschen leichter zu nehmen, den Entwicklungen, in denen du dich befindest, zu vertrauen, mehr Geduld zu zeigen und dich mehr, ja, auf den Lauf der Dinge einzulassen. Darin zu vertrauen, dass am Ende alles gut wird. Vielleicht schenkt dir diese Person ein wenig Hoffnung diesbezüglich. Ach, und mit dieser Person wirst du eine schöne Zeit verbringen und Lebensfreude walten lassen. Es könnte hier sehr körperlich zwischen euch werden, ne? Sehr genussreich auf jeden Fall. Sehr erfüllend. Ich sehe hier schon eine genussreiche, wohlig anfühlende Zeit auf dich zukommen. Wenn ihr in einem romantischen Verhältnis steht, ne, dann könnte das auch sehr sinnlich werden hier. Zärtlichkeiten, Gefühlsaustausch, ne? Einfach, dass man das Leben zusammen genießt. Aber natürlich könnt ihr auch in einem platonischeren Verhältnis stehen, dann werdet ihr auch die Zeit unheimlich schön gemeinsam gestalten können. Und es hat natürlich etwas Heilsames, etwas Wohliges an sich für dich, ne? Also diese Person wird dir sehr, sehr gut tun. Oder als diese Person zu agieren, ne? Könnte auch eben sein. Ja, du möchtest hier doch einen mutigen Schritt nach vorne tun. Ne? Es ist dir halt nur aktuell noch nicht so ganz möglich. Aber grundsätzlich bist du hier bereit, ein Risiko auf dich zu nehmen und mutig etwas anzugehen. Ja, ich finde dieses Beispiel, dass jemand sich bei dir nicht meldet, mit dem du dich kürzlich getroffen hast, finde ich hier wirklich sehr gut. Weil das hier sagt mir auch, dass du eigentlich total bereit wärst, dich auf diesen Menschen einzulassen, aber dadurch, dass dieser Mensch dir nicht zurückschreibt, gibt es da eine Blockade, ne? Und das ist einfach frustrierend, ja. Aber du bist hier schon bereit, auch so ein bisschen, du wärst hier bereit für einen mutigen Schritt. Aber das kann man leider nicht mit Biegen und Brechen erreichen. Vielleicht kannst du diese Energie auch gut nutzen für den familiären oder freundschaftlichen Kreis, ne? Vielleicht unternimmst du etwas, was dich in einer besonderen Art und Weise herausfordert. Ich glaube, das könnte dir gut tun. Etwas, was du schon eigentlich schon länger machen wolltest. Etwas, was auch ein bisschen Mut von dir erfordert. Etwas, was du dir bislang nicht getraut hast. Und das mit anderen Menschen zusammen. Mit Freunden, mit Familie. Oder, ne, wenn, oder mit deiner Partnerschaft, wenn du eine bestehende Partnerschaft hast, ne? Ich glaube, dadurch könntest du den Prozess, in dem du dich befindest, positiv beeinflussen. Es ist auch so eine Sache, dass man oft nicht direkt Ziele anvisieren kann. Also du scheinst hier eine Blockade zu haben, ne? Und dann ist es einfach manchmal nicht möglich, direkt die Ziele umzusetzen, die einen wichtig sind. Und da ist es schon manchmal hilfreich, mit einem Ablenkungsmanöver zu kommen, ne? Also hier ein anderes Ziel zu verfolgen, ein kleineres, ein Teilziel, ein leichter zu realisierendes Ziel, sodass man auch mal ein bisschen kopfmäßig von den Gedanken abgelenkt ist und trotzdem ein Erfolgserlebnis hat, ne? Es ist wichtig, dass du dir hier ein soziales Erfolgserlebnis dir schaffst in dieser Situation, ne? Und diesbezüglich kann die Prinzessin der Schwerter wirklich ein sehr positiver Einfluss für dich sein. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Person ist wie die Königin der Schwerter. Ich glaube nicht.
Wenn doch, glaube ich, wird sich die Person schon im Laufe der Woche bei dir melden. Du bist bereit für den nächsten Schritt in dein Leben. Du bist absolut bereit. Ja, du möchtest einen neuen Weg in deinem Leben gehen. Und ja, aber ja, du bist einfach innerlich schon bereit dafür, von deiner Einstellung her, ne, von deinem Kopf her. Aber gibt hier noch einiges zu verarbeiten, zu bearbeiten. Und bevor es so richtig losgehen kann, ne, gibt es hier noch Vorbereitungen zu treffen. Und ich glaube, der Schlüssel liegt hier bei der Ausgleichung. Das ist so ein bisschen die Antwort darauf. Irgendwas gibt es hier, lieber Schütze, für dich, was du in ein Gleichgewicht bringen musst vorher, ins Lot bringen musst. Es hat auch etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Eine Fairness. Worum es sich hier im Konkreten handelt, kannst nur du wissen. Das kann sehr, sehr vieles sein. Aber das ist etwas, was du bearbeiten musst, bevor du weitergehen kannst. Und darauf solltest du deine Energie in dieser Woche fokussieren. Vielleicht bekommst du auch wirklich so einen Hinweis vom Universum diesbezüglich. Hier wirkt ja schon auch das Glück. Das Schicksal. Ich kann dir nur nicht sagen, an welcher Stelle. Positiv wirkt diese Person hier. Vielleicht wird sich das auch hier erst einstellen. Ach ja, aber irgendwas hier dazwischen, zwischen diesen beiden Energien. Guck mal, wie deine Woche endet. Deine Woche endet wunderschön. Wunder, wunderschön. Schöne, heitere Geselligkeit, Gemeinschaftssinn. Dir werden auch Dinge klar. Etwas erhellt sich für dich. Du lernst etwas verstehen, was auch dir mehr Vertrauen im Leben schenkt. Und du findest auch, ja, diese heitere, angenehme Geselligkeit. Ja, irgendwas wird Positives passieren. Da bin ich mir sicher, lieber Schütze. Sobald du hier etwas ins Lot gebracht hast, ne? Wirklich interessante Energien hier, interessante Karten. Was haben wir hier? Zeig dein wahres Ich. Vollmond im Wassermann. Schon wieder ein Hinweis auf eine Luftperson, ne? Die dir dabei vielleicht verhilft, dein wahres Ich zu zeigen. Auf jeden Fall wird es genau darum gehen, ne? Dieses Ast der Stäbe, was sich hier gezeigt hat, weiterzuentwickeln. Aber vorher musst du hier diese Barriere überwinden. Ne? Das wird nicht leicht. Oder was heißt, naja, was heißt nicht leicht? Ne? Das kommt je nach Thematik drauf an. Ne? Eine wichtige Einsicht, eine wichtige Erkenntnis und die Bereitschaft, hier etwas in die Ausgleichung zu bringen und Gerechtigkeit walten zu lassen, was ja auch zu deinen Wesen gehört, ne? Also Schütze haben einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn. Vielleicht ist hier auch eine vage Person gemeint, ne? Die dir diesbezüglich helfen kann und dich beraten kann. Denn vage Menschen sind genauso an Gerechtigkeit interessiert, ne? Die wird das womöglich schon wissen, um was es hier geht. Ja, eine wirklich sehr interessante Legung. Und dann geht's so richtig los, ne? Also das Ergebnis wird richtig gut sein. Ja, lieber Schütze, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, dass die Energien sehr positiv und konstruktiv bei dir ankommen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.